Was für ein schöner Morgen, und der Morgen wird noch besser, weil jetzt kommt gerade der Raffi von Bierliebe. Wir besprechen zusammen ein Projekt für Bierliebe. Das wird schon gleich mal einmal rauskommen, aber Neues erzählt euch dann der Raffi noch selber. Oder auch nicht. Wir haben jetzt gerade 2 Stunden lang intensiv miteinander brainstormt und Ideen gesammelt. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber so viel können wir schon sagen. Es kommt gut. Inklusive Bierliebe-Wissli. Diese Woche haben wir vor allem Projekte bearbeitet und neue Projekte besprochen. Und wir sind am Montag auch noch Location scouten, wo wir dann im Frühling mal einig werden. Ein Shooting für unsere T-Shirts machen. Wir waren aber nicht nur mit Post-Production beschäftigt. Ihr habt es vielleicht gesehen, wir haben am Wochenende auch 4 neue Podcasts aufgezeichnet. Und das erste von denen, das mit dem Adi Spring, ist der Mittwoch rausgekommen. Ich verlinke es euch hier. Mein Name ist Joel. Mein Name ist Gregor. Wir sind von Viva Conagua. Grüß euch, ich bin der Tobi. Ich bin Adi Spring. Wir sind der Mario und Mira von El Possible Roasters. Und wir sind im neuen Podcast von Gango Hören. Von Gango Schauen. Ja, das ist so ein das. Super, ja. Das ist easy. Wollen wir nochmal einfach mal anfangen? Ja. Voll gut. Ja. Hey, cool. Wir machen doch schnell einen Podcast. Ja. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu meinen Eltern zum Mittagessen und mein Vater hat einen Scanner, wo man negativ einscannen und so digitalisieren. Wir sind ja im letzten Vlog unterwegs mit unseren Analogkameras und ich habe einen Aufruf gemacht und euch gefragt, wo kann man denn die entwickeln lassen. Merci für all die Rückmeldungen. Heute entwickeln wir aber keine Negativ von dem Shooting, weil die sind gar nicht ready. Aber ich habe noch eine alte Packung Negativ gefunden und die gehe ich jetzt mit meinem Vater einscannen. Das hat gar nicht so schlecht funktioniert mit dem Scanner. Wenn wir da noch ein bisschen austesten und das noch ein bisschen verfeinern, dann werden wir in Zukunft unsere Analogfilme, nachdem wir sie entwickelt haben, dort selber können digitalisieren. Diese Woche waren wir vor allem im Atelier und sind hier beschäftigt mit Post-Production. Wir konnten auch wieder Projekte abschliessen. Nächste Woche hoffen wir, dass wir wieder etwas aktiver sind und wieder etwas mehr verrissen. Der Jonas ist immer noch in Sri Lanka unterwegs. Er schreibt übrigens über seine Reise in seinem Reiseblog. Ihr findet den Link zu seinem Reiseblog unten. Und hier seht ihr einen Link zu seinen Videos. Er macht einen Reisevlog mit der Jasmin zusammen. Hier haben wir all unsere Podcasts, die bis jetzt rausgekommen sind, auch das aktuelle mit Adi Spring. Und nächste Woche kommt dann auch schon das neueste Podcast raus. Das war es von dieser Woche. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, eine gute Zeit und tschüss zusammen. Hallo zusammen, wir sind Mira. Hallo zusammen, wir sind Mira. Und wir erzählen euch etwas heute. Nein. Das ist nicht du. Eine Chance. Aber was musst du sagen? Hallo zusammen, wir sind der Mario und Mira. Und, Nein, letzte Chance. Der ist so fies und macht das noch in den Outtakes. Alles gut.